Das reicht nicht, auch wenn ich jetzt DRS habe, das reicht nicht. Weil ich die Schikane verhauen habe. Raikön ist an die Box gegangen, hinter mir. Alonso ebenfalls an die Box gegangen. Nur noch Webber hier vor mir, der ist noch nicht in der Box gewesen. Und er ist auf weichen Reifen unterwegs. Denkt dran, ich habe die harten Reifen und komme trotzdem hinterher. Jetzt konnte er sich absetzen. Warum auch immer, hat er jetzt sein Motorprogramm hochgedreht, weil halt die vor ihm in die Box sind. Und er halt Zeit rausholen möchte. Oder weil ich halt generell im ersten Sektor nicht so stark bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, oh. Oh, bisschen zu schnell. Bisschen Kiesbett. Bisschen Kiesbett. Nochmal bisschen Kiesbett. Oh nein, das ist gar nicht gut, jetzt Zeit zu verlieren. Ausgerechnet jetzt, wo die anderen in die Box gefahren sind. Ich versuche noch, solange es geht, hier draußen zu bleiben. Mal schauen, da ist noch eine Lücke. Grosjean kommt aber auch so langsam. Denn ich habe jetzt auch ganz viel Zeit auf Webber verloren, wie man sehen kann. Und das heißt eigentlich nichts Gutes. Wobei ich das Gefühl habe, ich komme relativ gut noch rum. Also noch fahren sich meine Reifen gut. Zumindest das Gefühl vermittelt es mir. Schauen wir mal, machen wir schon mal Reifen weichen. Reifen weichen. Aber ich muss, glaube ich, in der nächsten Runde sowieso rein. Und daher ist das nicht so schlimm. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht viel Zeit verliere, denn das wäre gar nicht gut. Eine Runde halte ich jetzt auch noch durch, weil die Reifen fahren sich noch ganz okay. Aber ich denke, ich gehe jetzt schon rein. Ja, ich habe mich jetzt ganz spontan dafür entschieden, weil ich gesehen habe, dass der Webber auch reingefahren ist. Deswegen, da machen sie sich alle bereit. Einige stehen da bereit und warten auf ihre Fahrer. Aua, das war mein Finger, den ich mir gerade am Schreibtisch geknackst habe. 3,190 Sekunden. Richtig schneller Stopp und ich komme vor Webber sogar raus. Ich komme vor Webber raus. Also Webber in der Box überholt und jetzt habe ich auf jeden Fall den Vorteil mit den weichen Reifen. Ich denke, dass ich jetzt einiges rausholen kann. Kann heißt, es ist möglich, aber man muss es auch schaffen. Also ich sag jetzt nicht, ich hole jetzt raus ohne Ende, denn es erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Und bei mir schon oft genug, gerade hier bei F1 2013. Ich habe jetzt drei Fahrer in Schlagdistanz vor mir. Da vorne habt ihr also ganz kurz gesehen. Machbar ist es. Machbar ist es. Aber die Frage ist, schaffe ich das auch? Wenn du glaubst, ich schaffe diese drei Fahrer hier vor mir noch innerhalb der angegebenen Runden, die wir noch zu fahren haben, das sind vier Stück, fünf, ich kann gerade nicht zählen und gleichzeitig fahren, schreib es doch einfach mal in die Kommentare, ob ich es, wie gesagt, schaffe oder nicht. Alonso, Raikön und denjenigen, der davor ist, ich glaube Massa, so wie es aussieht, ob ich den packe oder nicht, wie gesagt, knallt es in die Kommentare. Gut, Kurve gepackt. Und Webber drückt ganz schön dolle, da könnt ihr sehen, da kommt er angeflogen. Oh mein Gott, er wird immer größer. Er wird immer größer. Also, der Webber, nicht, ihr wisst. Oh, ho, ho, da wollte er erst innen überholen, aber ich habe die Tür eiskalt mal zugeknallt. So, jetzt hier, ja, der Fahrer vor mir ist in Sektor 2 langsamer, wurde mir gerade gesagt. Liegt einfach daran, weil ich die weichen Reifen habe, Kollege. Aber Webber hat jetzt DRS. Oh mein Gott. Vettel mit der schnellsten Runde, eine 1,38,7 und wenn ich nach hinten gucke, oh mein Gott, da kommt Webber angeflogen! Oh Gott! Das ist so krank! Aber im ersten Sektor bin ich eindeutig langsamer als alle anderen. Das habe ich immerhin als Gefühl. Aber es sieht doch noch ganz gut aus. Im Moment hole ich gut auf. Ohuhu, wieder eingehakt. Hoffentlich passiert da nicht noch was, weil ich habe keine Rückblende. Und da vorne duellieren sich zwei ganz schön. Das sieht aus, Alonso gegen Raikön. Kann das sein? Kiesbett. Nicht so gut. Und Webber kommt wieder ran. Und Webber kommt wieder ran. Und Alonso gegen Raikön, das kostet den beiden richtig Zeit. Webber möchte gerne vorbei. Webber möchte gerne vorbei. Oh, ich habe nicht mehr viele Runden zu fahren und ich kann drei Autos überholen. Das wäre die sechste Position dann. Und das wäre gut. Das wäre gut. Sechste Position wäre richtig gut. Oh, aber nicht so, nicht so. Oh, die Lücke ist immer kleiner, immer kleiner. Da fliegen mal eben Vögel über die Strecke. Egal, die Lücke wird aber kleiner.
Oh mein Gott, das wird noch richtig spannend, weil gleich sind es nur noch 3 Runden zu fahren. 3 Runden zu fahren und ich habe noch nicht mal eine Sektorbestzeit gefahren. Also absolute Sektorbestzeit, das gibt's nicht. Sonst habe ich das immer die letzten Male geschafft. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht ran. Hamilton mit der schnellsten Runde. 1:38.0 und oh oh, Webber ist wieder in Schlagdistanz. Ich muss ein bisschen Kers einsetzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Webber, bleib bitte, wo du bist. Ich glaube, hier kann ich den Vorteil der weichen Reifen nicht ausnutzen. Webber schiebt sich da einfach rein und dreht sich. Bitte, oh nein, das war doch nicht meine Schuld. Och nein, ey Leute, 10 Sekunden. Das war doch nicht meine Schuld, der hat doch sich einfach reingedrückt. Ich war doch noch vor ihm. Och nein, ich heule, nicht einmal. Ah, da muss Codemasters unbedingt noch was machen. Jetzt habe ich wieder eine Strafe. Fast jedes Rennen bekommt man eine Strafe. Ey, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Oh nein. Das kann es doch nicht sein. Und ich bin so gut rangekommen jetzt an die. Lass ich jetzt wieder wertvolle Punkte liegen gegenüber Raikön? Ist es so? Ja, anscheinend. Weil Webber einfach der Meinung war, das ist seine Kurve und er schiebt sich da innen rein. Und ich habe die Tür zugemacht. Und dann ging er flöten. Aber so richtig. Damit habe ich jetzt Webber sein Rennen versaut und Webber hat mein Rennen versaut. Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? Ist klar. Ist klar, Fia. Ist klar, Codemasters. Komm, ihr könnt mich alle mal gerne haben. Oh nein, ey, das ist doch nicht normal. Machen wir das Gemisch auf Fett. Ich glaube, habe ich gerade schon gemacht, ne? Oh, aber das... Boah. Wuhu. Das bringt mir ja jetzt auch nicht mehr viel. Mann, oh, ich heule. 10 Sekunden Strafe schon wieder. 10 Sekunden Strafe schon wieder. Ich heule. Ich heule. Das gibt es nicht. Und ich muss vorbeikommen an denen da vorne, weil das bringt mir noch ein bisschen Zeit. Das bringt mir noch ein bisschen Zeit. Und es sind nur noch 2 Runden zu fahren. Also, es läuft wieder gegen mich. Es läuft eindeutig wieder gegen mich. So eine... Boah. Mal hatte ich... Ich habe wieder ein richtiges Saison-Tief. Das habe ich jetzt schon seit ein paar Folgen wieder... Das gibt es einfach nicht und ich komme hier doch so gut durch. Ich komme hier doch so gut durch. 7. Position. Hä, 7.? War ich nicht die ganze Zeit 6.? Nee, hier. 4. hätte ich werden können. 4. hätte ich werden können. Aber daraus wird höchstwahrscheinlich nichts und ich bin so gut dran. Guckt euch das an. Und da vorne fährt Raikön, mein Rivale. Oh nein, ich heule. Es gibt nicht ein Rennen. Es gibt nicht ein Rennen, wo wirklich nichts passiert. Oh, oh. Oh, das hat Zeit gekostet. Es gibt nicht ein Rennen. Ich. 11. Runde. 11. Runde. Es sieht nicht gut aus für mich, Freunde. Es sieht wirklich nicht gut aus für mich. Es sieht nicht gut aus und Alonso kämpft dann mit Raikön richtig hart. Daraus kann ich nur einen Vorteil erschließen, denn das kostet die beiden richtig Zeit. Ihr seht, Massa kann sich da gut absetzen. Ich komme einfach nicht hinterher. Ich komme einfach nicht hinterher. Guckt euch das an. Es ist zum Heulen. Ah, guckt euch das an. Die setzen sich einfach mal so easy peasy von mir ab. Das kann es doch nicht sein. Und ich versuche schon so schnell es geht zu fahren. Vorletzte Runde. Vorletzte Runde. Und die dann eine 10-Sekunden Strafe. Egal. Einfach weiter. Einfach weiterfahren. Das Beste raus. Und letztes Mal hat es ja auch geklappt. Da war ich unerwartet dann, glaube ich, doch noch 5. Ganz unerwartet. Damit habe ich ehrlich nicht gerechnet. Kann ja jetzt auch passieren. Aber 7. ist nicht so gut. Das heißt, man kann aus den Punkten rausfliegen. Das passiert einem nicht so schnell, wenn man ein bisschen noch rausholt. Aber ich habe wirklich in diesem Rennen keinen Vorteil mit den weichen Reifen. Mit den harten war ich eindeutig schneller. Da hatte ich auch ein besseres Gefühl, als wie jetzt mit den weichen. Aber guckt es euch an. Die Lücke schließt sich. Gerade im 2. Sektor bin ich richtig gut unterwegs. Die Lücke scheint sich zu schließen und die Lücke zwischen Alonso und Raikön scheint sich zu öffnen. Also auch nicht gut. Da konnte ich ja gerade einen Vorteil draus schlagen, denn die beiden haben sich... richtig schön bekämpft. Und das kostet immer Zeit. Mann, 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 Mann. Das kann es nicht sein.
Das kann es doch einfach nicht sein. Oh, ganz knapp die Kurve noch bekommen. Bisschen zu spät eingelenkt. Ich muss ihn überholen, ja. Aber nicht hier. Bisschen abgekürzt. Hamilton, neue schnellste Runde. Wenn der nicht Weltmeister wird, dann weiß ich auch nicht. So, DRS. Benzin muss ich wieder auf Standard drehen, weil das hält sonst nicht. Das hält sonst nicht. Letzte Runde, Freunde. Letzte Runde, letzte Chance. Ne, versiebt. Chance versiebt, würde ich mal sagen. Die fahren einfach besser als ich. Boah, abgekürzt. Das Auto in diesem Rennen hier, Suzuka, nicht optimal. Das Auto liegt nicht, also die Strecke liegt dem Auto nicht gut. So wie Vettel immer sagte, und so, diese Strecke liegt dem Auto sehr gut. Da konnten wir sehr gut fahren und jetzt kann ich an unseren Dorf noch packen. Allerdings nicht hier. Denn da habe ich einfach zu viel verwirbelte Luft. Scheiße, nein, 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 nein. Jetzt habe ich die ganze Zeit wieder weggeworfen. Jetzt habe ich die ganze Zeit, ach nein, das war, oh, diese miese verwirbelte Luft. Die ganze Zeit kann man so gut fahren. Und dann kriegst du einmal so gut, so krassen Windschatten. Und schon hast du untersteuern bis zum geht nicht mehr. Okay, das Rennen können wir definitiv abhaken. Aber wir haben ja, glaube ich, noch zwei Stück. Einmal Abu Dhabi und Brasilien. Da muss ich nochmal einen raushauen, Leute. Ach du Scheiße, das kann ja was werden. Mein Gott, und dann ist diese Formel 1 Saison auch vorbei als Rookie. So gesehen. Eine richtig gute Saison. Und guckt euch das an, die Lücke ist so... Oh nein, ich heule. Naja, egal. Jetzt kann man es eh nicht mehr ändern. Ich habe mir einen Fahrfehler geleistet. Nochmal in der letzten Runde. Ups. Upsi-dupsi. Ja, so ist das. Nee, da kann man nichts machen. Und jetzt fahren wir übers Ziel. Mal schauen, wo ich lande. Mal schauen, wo ich lande. Ich 11. Position, keine Punkte. Ja, das, was ich gesagt habe. Ich werde heute keine Punkte mitnehmen. Ärgerlich, aber so ist das. Hülkenberg wird 8er. Ich nehme heute mal keine Punkte mit. Raikön 10 Punkte. Also, der hat 10 Punkte auf mich gewonnen. Webber noch 10er geworden, dank mir, so gesehen. Schauen wir in die Tabelle. Damit bin ich jetzt, ja, 20 Punkte habe ich Rückstand auf Raikön. Das wird nichts mehr. Button kann ich noch bekommen. Aber ich glaube, das mit Raikön hat sich jetzt erledigt. Ich habe wichtige Punkte liegen lassen, aber so ist das nun mal. Shit happens auf gut Deutsch. Hahaha. Ha. Naja, das war's erstmal. Wieder ein spannendes Rennen. Leider wieder ein bisschen Pech gehabt. Schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Ich glaube, als nächstes kommt Abu Dhabi dann schon. Und dann das letzte Rennen in Brasilien, wenn ich mich recht entsinne, was der Kalender sagt. Ja, schaut euch auch mal meine anderen Videos an. Vielleicht läuft es da ja besser. Man weiß es nicht. Wir werden es dann sehen und so. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich bin raus, euer Dero. Macht's gut, bis dann. Ciao.